Ich würde niemanden kritisieren dafür oder niemanden groß fertig machen, dass er einen Fehler gemacht hat. Aber ich selber darf das halt gar nicht. Mit so zwanghaften Merkmalen und das Recht, wenn es um Perfektionismus geht, ist es halt extrem schwierig, Hobbys zu haben. Seit der Doku ist eigentlich sehr, sehr viel passiert. Der Umzug war auf jeden Fall ein Abenteuer für mich. Ich glaube, wenn ich meine hundertprozentige Zufriedenheit erreichen will, dann müsste ich wirklich alles nochmal machen. Ich bin Katrin. Ich war vor circa einem halben Jahr bei der True Doku dabei, wo es um meinen zwanghaften Perfektionismus geht. Und heute quatschen wir nochmal, wie es mir so im Laufe des Jahres noch erging. Für mich nicht perfekt sein heißt, komplettes Stück von nichts zu sein und nichts zu können. Das ist halt wie so ein Gedanke, den man hat, so der juckt im Kopf. Und du kannst ihn aber ja nicht kratzen. Mit so einem zwanghaften Perfektionismus strebt man halt nach irgendwas, was es nicht gibt. Weil egal, wo du bist, du wirst immer irgendeine Imperfektion finden. Ja, wenn ich mir vorstelle, dass der Film von 500.000 von Menschen geschaut wurde, es ist auf jeden Fall angsteinflößend. Aber es macht halt auch stolz. Also es gab auch viele Kommentare, die haben mir mega geholfen, so das selber noch weiter zu reflektieren. Also da hat jemand mal gesagt, dass es mir ja wohl sehr viel um meine Moral geht und nicht, dass irgendwie alles perfekt steht an den Stellen. Und das hat mir auf jeden Fall mega geholfen. Also es gab so ein paar Themen, die konnte ich dann noch mit in Therapie nehmen, um darüber zu reden. Nach nicht mal einem Tag war da schon eine Person, die gesagt hat, hey, ich weiß jetzt, was mit mir los ist und ich hole mir jetzt auch Hilfe und ich schaue jetzt auch mal nach einer Therapeutin. Und wie kitschig und Klischee das halt auch immer klingen mag, aber damit war für mich alles getan. Einer Person geholfen, Punkt aus, mehr will ich nicht. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Mein direktes Umfeld hat eigentlich nur positiv reagiert. Es gab noch so ein paar entfernte Menschen, zum Beispiel so aus der Therapie von damals, das ist ja auch schon jetzt 2 Jahre her, die haben auch mega gut reagiert und meinten, Alter Katrin, du hast dich so verändert seit der Klinik, du bist so reflektiert gewesen. Seit der Doku ist eigentlich sehr, sehr viel passiert. Also mein Freund und ich haben endlich unsere eigene Wohnung. Wir haben vorher in einer WG zusammengelebt. Seitdem habe ich auch wieder einen neuen Job, wo ich lerne, eben nicht komplett perfektionistisch ranzugehen. Der Umzug war auf jeden Fall ein Abenteuer für mich. Vor allem nicht nur für mich, sondern auch für mich und meinen Freund zusammen. Es war gut, dass wir wirklich konkret unsere Arbeit aufgeteilt haben. Also wir haben gesagt, ich bin die Person, die sucht nach den Wohnungen. Und dann mussten wir aber den Cut setzen, und das war mit meiner Therapeutin so besprochen, dass wenn es hier um die Renovierung geht, das macht mein Freund, da übernimmt er die Leitung. Es war ja wirklich eine Bruchbude hier, wir mussten ja alles machen. Es war schwierig, die Kontrolle komplett abzugeben und mich dem komplett so hinzugeben, aber anders wäre das, glaube ich, hier auch wirklich explodiert. Wir sind hier in meinem Wohnzimmer und hier haben wir halt auch ein bisschen Farbe mit reingebracht, also das Grüne. Und als wir dann angefangen haben zu streichen, haben wir gemerkt, wir haben kein Krepptape mehr für die Ecken. Und dann wollte ich erst ausrasten, weil das natürlich dann nicht so gerade wird, wie man das halt sonst hätte. Letztendlich lief uns halt aber die Zeit davon und ich musste halt so malen, wie es ist. Also ein Teil von mir ist natürlich immer noch angespannt deswegen und ich so, könnte besser sein. Aber ich glaube, was damit hilft, ist das irgendwie mit Humor zu nehmen. Also auch darüber, über mich zu lachen, dass mir das halt so auffällt. Man ist, glaube ich, nie fertig. Also das kennt, glaube ich, jeder. Und das lerne ich einfach mittlerweile zu akzeptieren. Ich glaube, wenn ich meine hundertprozentige Zufriedenheit erreichen will, dann müsste ich wirklich alles nochmal machen. Und jeden kleinen Fleck, aber dann renne ich halt wieder im Kreis. Dann bin ich da wie vor einem Jahr, wo es mir schlecht geht, wo ich nie zufrieden bin. Auch in der Verhaltenstherapie gibt es den Punkt radikale Akzeptanz und viele Dinge muss man einfach akzeptieren. Genauso wie ich jetzt akzeptieren werde, dass ich wahrscheinlich nie zu 100% zufrieden bin. Was mir jetzt auch noch so für meine Persönlichkeitsstörung zum Thema Perfektionismus auch geholfen hat, ist daran zu denken, was will ich und was muss ich. Also das hat meine Therapeutin ganz viel mit mir gemacht. Und das hat mir mega viel geholfen zu merken, so wo denke ich wieder, das gehört jetzt so, so muss man sein Leben durchführen oder ist das wirklich so, wie ich mein Leben gestalten will?
Gibt halt einfach ganz stumpf Zeiten, wo mein Gehirn nicht so viel Serotonin und Dopamin produzieren kann wie andere. Und das muss ich mir auch irgendwann klar machen. Das ist jetzt nicht meine Schuld. Das ist jetzt keine Charakterschwäche an dir. Es ist eine wirkliche Störung, die du hast, eine Krankheit, und dafür kannst du nichts. Ja, das Beste am Umzug war auch für mich einfach, jetzt dieses Jahr doch nochmal irgendwas zu haben, um mich weiterzuentwickeln. Ansonsten gibt es hier natürlich viele neue Rituale. Ich habe halt viel mehr Platz für meine Pflanzen. Das heißt, ich muss mich halt auch um mehr kümmern. Und das ist aber halt auch gut, weil das ist einfach mein morgendliches Ritual. Mein momentanes Sorgenkind ist halt die Pflanze. Und da merke ich halt auch, wenn ich jetzt meinem Perfektionismus folgen würde, hätte sie bald keine Blätter mehr, weil ich eine Zeit lang immer ganz viel von dem abgeschnitten habe. So, und das hilft mir auf jeden Fall auch. Also auch wenn Pflanzen mal total schrecklich aussehen und runtergehangen und nicht in die richtige Richtung wachsen wollen, sind sie trotzdem noch schön, obwohl sie irgendwie Ecken und Kanten haben. I'll be patient, one more month. You wrap your fingers around my thumb. Ja, mit dem Bild aus dem Malkurs, das habe ich erst eine Zeit lang sehr konkret aufgehangen und fand das auch erstmal ganz gut, aber irgendwann wurde es mir auch einfach zu viel. Mit so zwanghaften Merkmalen und das recht, wenn es um Perfektionismus geht, ist es halt extrem schwierig, Hobbys zu haben, weil ich habe das Gefühl, da muss jetzt ein Bild rauskommen, da muss was Schönes rauskommen und das muss ich anderen zeigen und das muss schön sein. Also jetzt so das Bild zu zeigen, ist mir noch voll unangenehm, weil ich jetzt immer noch die unperfekten Sachen sehe. Kannst du dich trotzdem überwinden und das Bild mal holen? Ja. 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 Es ist viel zu grau. Ich hätte hier viel weißer machen können. Hier ist irgendwie so ein Balkenabschnitt. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, das war ein Erfolgserlebnis heute, weil einfach aus meiner Komfortzone wieder rauszukommen. Deswegen habe ich mich dann auch wirklich, als wir umgezogen sind, dazu entschieden, ich will das Bild irgendwo haben, wo ich es jeden Tag sehe, aber nicht, wo das so präsent ist. Ich muss es jetzt nicht so frontal haben, aber erinnert halt an eine gute Zeit, an ein Erfolgserlebnis. Wir gehen jetzt auf den Flohmarkt und schauen mal, ob ich irgendwas für die Wohnung noch finde. Es könnte schief laufen, dass ich mir eventuell zu viel Druck mache, dass ich jetzt irgendwas kaufen muss und so weiter und schwer die Entscheidung finden kann, auch eben jetzt eben nicht irgendwas Perfektes zu kaufen, damit der Film jetzt perfekt abläuft. Also wenn ich jetzt hier auf den Flohmarkt gehe, merke ich halt jetzt schon wieder die Fortschritte, die ich durch die Therapie geschafft habe. Es reicht jetzt halt nochmal mit den Zeitabständen und sowas, dass ich auf jeden Fall eindeutig weniger nervös bin. Beim Einkaufen äußert sich mein zwanghafter Perfektionismus, dass ich erstmal mich eigentlich bei Kleinigkeiten nie entscheiden kann. Das fängt an bei was für einer Art von Milch ich nehme. Also das kann halt sein, dass ich wirklich 5 Minuten lang vorstehe und mir 3, 4 verschiedene Milchdings nehme, weil der ganze Klimawandel stehe ich voll hinter. Deswegen kann ich jetzt aber keine normale Kuhmilch eigentlich kaufen. Das geht gar nicht. Andererseits habe ich jetzt auch kein Geld dafür. Ich bin auch nur eine arme Studentin. Was denken Leute von mir, wenn ich mir jetzt eine Hafermilch kaufe? Für mich auf dem Flohmarkt mit so vielen Leuten zu sein, ist eigentlich relativ okay jetzt. Also ist wirklich okay. Auf jeden Fall weniger Nervosität als noch vor einem Jahr oder einem halben Jahr. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a comer. This is fucking awesome. Ich bin fündig geworden, auch schon relativ schnell. Also es war wirklich so nach dem Motto, wenn ich was sehe, was ich mag, greife ich nach. Ich lerne einfach mehr auf meine Gefühle zu hören, wo mein erstes Gefühl sagt, boah, es ist schön, das passt gut rein und es kommt einfach schon direkt so Freude hoch, dann warum nicht? Also ich würde es jedem sagen, der sagt, hey, über mein Thema wurde noch nicht wirklich gesprochen oder zumindest nicht aus meinem Blickwinkel und ich will darüber in der Öffentlichkeit reden, würde ich das auch jedem empfehlen.
Beim Dreh selber, was mir am meisten Spaß gemacht hat, ist eigentlich das insgesamte Reflektieren und irgendwie wieder aus meiner Komfortzone rauszukommen. Auf der anderen Seite der Kamera Personen zu haben, die wirklich sich dafür interessieren, hat mir mega Spaß gemacht. Und ja, alles einfach, also darüber ja, gesprochen zu haben. Die Fortschritte, die ich seit dem letzten Dreh gemacht habe, ist auf jeden Fall mit mir selber entspannter zu sein, mir Liebe zu geben, dass ich halt mir selber auch sage, hey, es gibt einen Grund, warum die Note 1 sehr gut heißt und nicht perfekt. Es ist einfach immer jetzt der Punkt, wo du glücklich bist. Arbeite nicht darauf hinaus, dass du in 3 Tagen glücklich bist, weil dann ist endlich das fertig, was du geplant hast, sondern du musst halt damit lernen, dass du halt auch in deinem Chaos glücklich bleibst. Hat dir das Video gefallen, dann abonnier doch gerne den TrueDoku-Kanal für noch mehr spannende Geschichten.